Der Rallye-Staatsmeister 2012 wird in 8 Läufen ermittelt. Die Punktejagd beginnt bereits am 5. Jänner mit der internationalen Rallye bei Freistadt. 3 Austragungsorte sind heuer neu im Racing-Kalender. Am 23. März die Rebenland-Rallye in Leutasch, die Schneeberg-Rallye in Niederösterreich bei Wolfsberg am 6. und 7. Juli und gleich darauf am 3. und 4. 8. die Rallye Weiz in der Steiermark. Den Saisonabschluss gibt es dann wie jedes Jahr Ende Oktober im Waldviertel bei der ÖMTC-Rallye. Um Meisterehren in der Rallye-Meisterschaft wird in insgesamt 5 Divisionen gekämpft. Die interessantesten sind natürlich wieder die Division 1, in der Rallye-Boliden der Gruppe S2000 an den Start gehen werden, und die Division 2, in der die zweiradgetriebenen Fahrzeuge bis 2 Liter zugelassen sind. Die oberste Motorsportkommission wird wieder ein genaues Auge darauf haben, dass in allen Divisionen, abgesehen von den historischen Fahrzeugen, umweltfreundlich mit Katalysator gefahren wird. Favorit auf den Division 1 Titel ist Meister Beppo Harrach, der im Vorjahr 7 von 8 Läufen für das Ditech Racing Team gewinnen konnte. Ja, schön wäre natürlich, diesen Titel zu verteidigen. Das wird unser Ziel sein, weil einmal machen ist man der Jäger. Aber wichtig ist es dann auch, das zweite Mal zu bestätigen, dass man schnell ist. Das ist Zielsetzung Nummer 1. Die Jänner-Rallye wird sehr, sehr schwierig für uns werden. Wir haben noch Top-Konkurrenz. Es ist erstmals Europameisterschaftslauf mit einem Koeffizient 20. Höchste Koeffizient, das heißt, wer Europameister werden will, muss zur Jänner-Rallye kommen und muss dort dabei sein. Vielleicht kommen sogar ein, zwei Teams, die für die Monte testen wollen. Und von daher werden wir sicher Top-Konkurrenz haben und das muss man auch ernst nehmen. Also dort zu gewinnen wird nicht einfach, aber wichtig ist es, dort der schnellste Österreicher zu sein und die Punkte mal mitzunehmen. In der Königsklasse wird sich Harrach aber auch mit diesen Herren hier befassen müssen. Patrick Winter auf Peugeot 207, dem 5. in der Endabrechnung. Und natürlich mit Raimund Baumschlager, der sich in der Winterpause auf seinen neuen Co-Piloten Klaus Wicher einstellen muss. Denn sein langjähriger Mann auf dem Beifahrersitz, Thomas Zeltner, hat das Gebetbuch an den Nagel gehängt. Der Vizemeister 2011 steht vielleicht vor seiner schwierigsten Saison im Skoda Fabia S2000. Fix ist auch, dass Chris Rosenberger wieder in die Division 1 zurückkehrt. Er wird einen VW Polo RS 2000 pilotieren mit Werksunterstützung. VW rüstet allgemein im Rallye-Sport kräftig auf und will 2013 in die Königsklasse WRC mit dem Polo RWRC reüssieren. Sogar Doppelweltmeister Carlos Sainz hat das Auto schon getestet und bescheinigt dem kleinen Wolfsburger eine große Zukunft in der WM. Rosenberger ist also quasi in Österreich der Vortester mit einem komplett neu aufgebauten RS 2000 Polo. Auf dem heißen Sitz neben ihm wird übrigens eine Dame Platz nehmen, Tina Monego. Es macht einen Riesenspaß mit dem Auto. Man ist richtig gefordert, dass man am Limit fährt. Und es zeigt auch die Zeiten, dass man ganz gut unterwegs ist. Spannend wird es auch in der 2WD-Klasse, wo der schnelle Wiener Ingenieur Michael Böhm mit einem neuen Co. starten wird. Katrin Becker, die seit Jahren in der deutschen Meisterschaft den Schrieb gelesen hat, wird auf dem heißen Sitz Platz nehmen. Böhm war mit dem etwas unterlegenen Fiat Abarth 500 Dritter in der Endabrechnung der Division 2. Nächstes Jahr startet er mit einem Fiat Stilo Diesel und im März soll für Böhm dann ein ganz neues, konkurrenzfähiges Auto, welches ist noch top secret, fertig werden. Ich habe 1998 mit Fiat meine Motorsportkarriere begonnen, habe sehr viele tolle Erfolge gefeiert, muss es aber trotz alledem am Ende sehr nüchtern betrachten und sagen, wenn wir in der Zweiradmeisterschaft mitfighten wollen, dann sind wir mit dem Auto, das aber zurzeit am Markt hat, halt leider Gottes nicht konkurrenzfähig. Und wenn wir als Team entscheiden, dass wir mitfighten wollen, dann müssen wir uns um Optionen umschauen. Bei der Jänner-Rallye, die zur Europameisterschaft zählt, geht Michael Böhm übrigens als Prioritätsfahrer an den Start. Was bedeutet, dass er 2012 nie mit einer schlechteren Nummer als der Nummer 9 auf die Jagd nach Sonderprüfungsbestzeiten gehen wird.